Wir haben versagt. Wir haben den Dreikampf nicht geschafft und werden ihn erneut versuchen. Vom Checkpoint. Ich hoffe, das ist nach ja, der ersten Prügelei, Schießerei. Können wir denn erst noch was an den Waffen ändern? Wir könnten theoretisch unterwegs hoffentlich in einen Waffenladen Waffengeschäft kaufen. Ja, es sind noch zwei Zonen übrig. Ich werde mal... Nee, das ist die falsche Taste. Ich werde mal schauen, dass uns unterwegs vielleicht irgendwo ein Waffenplatz begegnet. Zum Beispiel dieser hier. Aktivieren wir ihn. So. Ich bin verwundert, Michi macht hier komische Sachen. Der geht hier weg, hat die Schnauze voll. Er hat sich verabschiedet aus diesem Let's Play. Wie gesagt, das ist ihm jetzt zu viel Blödsinn hier. Er liest jetzt Rilke-Gedichte. Mist, ich hab mich erwischt. Ich hatte gerade eben in unserer sehr komfortablen Aufnahmeeinrichtung heute bemerkt, dass Boxen, die eine Rückkopplung erzeugen, am anderen Ende des Raumes noch an waren. Und dummerweise reicht dir das Kabel nicht so weit. Ah. Deswegen habt ihr jetzt gerade gehört, wie ich katzenartig durch den Raum geschlichen bin. Genau. Guck mal, da ist noch das abgestürzte Flugzeug. Steckt da immer noch. Das immer noch brennt. Der ganze Stadtbezirk brennt. Ah! Dafür habe ich keine Zeit. Stimmt, hier ist auch gar kein normaler Verkehr mehr auf der Brücke. Was ist denn da los? Da los. Hui. Ja, was ist eigentlich mit dieser Senatorin? Ist nicht die? Steckt nicht die irgendwie dahinter? Ja, die hat ja irgendwie diesen militärischen Befehlshaber, den du aus Avatar kanntest. Ja. Dem hat sie ja gesagt, dass sie hier die Situation eskalieren lassen soll und Polizeirecht. Aber war die nicht vorher schon in der Stadt? Die ist ja jetzt nicht noch dazugekommen, oder? Naja, sie ist wohl in die Stadt gekommen, weil sie war tatsächlich vorher wohl nicht in der Stadt. Da ist der Waffenladen. Ja. Oh. Boah, das Ding bremst wie ein Ball. Apropos bremst wie ein Ball. Ich glaube, bei meiner Karre in echt müssen auch die Bremsklötze wieder gemacht werden. Oder auch nicht, je nachdem, wie man fragt. Menschen, die mich nicht mögen, sagen, das hat noch Zeit. So, jetzt machen wir hier mal richtig. Also, auf Waffen im Domizil zugreifen. Hier oben wollen wir gerne haben. Boah, läuft da, if you gotta be dumb, you gotta be tough. Was war denn das? Nee, wir nehmen hier die... Ach, wir hatten... Wir sind ja doof. Wir hatten die ganze Zeit einen Raketenwerfer dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das niemand gemerkt. Ihr seid so doof. Mist. Daumen hoch, damit sie es merken, wie doof sie sind. Shit. Ach, nur hast du den Airstrike hast du auch angepackt, genau. Ja. Geil. Es wäre gar nicht so viel. Ja, hätte es gar nicht gebraucht. So, hier. Ja, von allem war noch alles irgendwie mit, weil das sah nach ganz schön viel Action. Das ist aber echt so die Melodie von. Ja, ne? If you gotta be dumb, you better be tough. Oder so ähnlich. So, jetzt sind wir perfekt ausgestattet und wissen es auch. Ja. Vorher war uns das nicht so. Denn wir sind besser als ihr und wir wissen es. So, jetzt hier klauen wir denen das Auto. Das findet da passt der Oleg auch hinten rein. Eigentlich ja. Aber er spielt da hinten. Vorhin kam eine Einblendung, wir müssen nicht auf ihn warten. Er würde das Taxi nehmen oder so. Okay. Er nimmt die Bahn. Hupsch, hat er aber Blech. Hui! Oh, das ist so schön. Oh, Scheiße, das Ding hat schon irgendwie einen Spinners, Mann. Ein Rad verloren. Das fährt schon nicht mehr geradeaus. Salah. Sind wir hier zufällig eine Straße zu hoch? Ja, jetzt können wir da runterspringen! Geil! Voll runter! Hast du gesehen, der Chat? Wow! Wo kam der denn her? Keine Ahnung. Ja, hervorragend. So, jetzt wenden wir das Blatt mal. Aber verschieß nicht alles, wenn der Panzer kommt. Wenn der Panzer kommt, klingt auch wie so eine total übertriebene Game-Show. Ja, funktioniert doch. So. Schick mal ein paar Autos her, Wichser. Na. Moment. Machen wir es doch so.
Auch schon lange nicht mehr benutzt. Aber stehen wir da jetzt nicht im Zentrum? Können wir es denn da selbst wegsprengen? Keine Ahnung. Warte mal. Können wir da aber unsere Begleiter wegsprengen? Ist hier noch mehr? Ja. Für einen. So. Wo ist denn hier unser Begleiter? Was machen die denn hier? Wie ist denn das passiert? Hier oben sind sie auch. Ja. Überall. Wahnsinn. So, wen nehmen wir denn als nächste Waffe? Die hier, die war eigentlich ganz cool. Hui. So. Ich glaube, jetzt können wir runterspringen. Hui. Hui. Wehe, der liegt jetzt da oben. Doch. Vergiss es. Nein. Wehe, wenn das jetzt hier irgendwie was mit von wegen... Ich glaube, das scheitert die Mission schon, dass du da hochkommst. Nein. Wie soll ich denn da hochkommen? Na, über die Brücke. Wie denn? Da hochlaufen, hochfahren. Das ist doch hier ist doch nirgends ein Übergang. Das ist doch so eine komische Ecke, die keinen da Übergang hat. Da liegt direkt jemand vor dir. Die kannst du schon mal aufstellen. Ja, was wenn Pierce jetzt? Und es war natürlich wieder Pierce. Ah, diese Nervensäge. Aber da komme ich nicht hoch, weil das ist halt echt keine Gegend zum Hochgehen. Das ist keine Gegend zum Hochgehen. Zum in die Luft gehen ist das. Hier, zack, weg. Warum nicht? Das ist ein Pierce nicht vorbei. Also in 9 Sekunden wissen wir es. Wenn so Pierce vorbei wäre, wäre ja gerade wurscht, wenn die Mission halt vorbei ist. Nein! Oh, was für eine Scheiße. Auch Pierce. Müssen wir jetzt nochmal die ganzen Waffen kaufen? Könnte sein, dass er sich das gemerkt hat. Ach, das ist doch doof. Was stellt er sich denn so blöd an? Na gut, auf die Brücke stellen wir uns nicht nochmal. So, Moment. Ja, jetzt müssen wir das tatsächlich... Oh, Pierce. Pierce ist sowas von raus aus der Gang. Aber hallo. Der macht aber echt alles, um sich unbeliebt zu machen. Wir fahren hier extrem im Kreis an, das ist ja okay. Das Ding hat übrigens... Sag mal, hallo? Was ist da denn los? Das Ding hat eine dermaßen beschissene Straßenlage. Dieses komische Was einfach nur daran liegt, dass der Fettsack hinten auf der Ladefläche steht. Wie redest du denn mit Oleg? Hat der dir was getan? Nee. Was kommt da für grüne Wolken? Ja, das ist diese Giftwolke von den Zombies. Obwohl wir das ja eigentlich aufgehalten haben. Merkwürdig. Hat sich die Stadt nicht gemerkt. Übrigens, jetzt wollte ich gerade sagen, hätte Fahrradkette. Einer unserer lieben Zuschauer, Robert heißt er, hat uns ja ein Fresspaket geschickt. Mhm. Und in dem Fresspaket drin ist, und das finde ich so super, ist eine hätte Fahrradkette. Noch eine Fahrradkette beigelegt. Jetzt brauchen wir bloß noch Fahrräder. So eine coole Idee. So. Ist so eine Fahrradkette, ich habe sie noch nicht ausgepackt, ist so eine Fahrradkette per se schon so schmierig? Ich glaube ja, da ist schon was drauf. Also die... Also gar kein Spielzeug quasi? Naja, kann ja auch ein schmieriges Spielzeug sein. Gibt's ja durchaus. Das klingt wie ein, so ein Geschäftsname. Schmieriges Spielzeug. Christian Schneider GmbH. Ja, ich würde hier gern rein. Hallo. Was ist denn das? Ja, ist egal, ich kann auch hier in der Tür einkaufen. Dann kaufe ich halt zwischen Tür und Angel. Ich kaufe nichts zwischen Tür und Angel. So. Kann ich denn noch irgendwas verbessern? Du kannst die Raketen nachkaufen. Da gibt's Kauf Raketen was. Nach. Ja, mach ich gleich. Ach, guck mal hier. Wie? Es geht denn da noch mehr? Da geht noch was. Hat man jetzt einen Orbitallaser oder was? Ich glaube, man hat dann mehr. Mehr vom Meer. Nanu? Das ist die, die Virtual Reality. Die gibt's auch nochmal so als. Cool. Super. So, und jetzt brauchen wir Waffen, oder? Genau. Schade, dass es hier keinen Knopf gibt für alles aufmunitionieren. Und ja. Ich sehe ihn nicht. Ja. Ich wette, es gibt irgendwo einen, aber wir sehen ihn wieder nicht. Muss Guide-Button gedrückt halten und dann Y. Das ist die Gewinntaste. So, jetzt haben wir es aber, oder? Ja.
Muss reichen. Das heißt, wir fahren jetzt halt... Was? Wie konnte er denn jetzt schon... Oh, nee, ist sie. Okay. Gut, okay, sie ist entschuldigt. Wenn Pierce jetzt nochmal Scheiße baut... Da ducke ich mich mal. Ich brauche ein schnelles Fahrzeug. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie... Ach, guck mal, das hat auch hinten Türen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass... Ach, guck mal, da liegen Nägelbretter. Dass wir theoretisch auch einen Abzug kriegen könnten, wenn wir jemanden zurücklassen. Das gibt es nämlich auch noch. Aber Gottes Willen. Das zählt hier jetzt, glaube ich. Glaube ich nicht. Wir fahren nicht auf die Brücke, wir bleiben einfach unten. Also ich fahre auf die Brücke, aber ich spring dann... Springst nicht runter. Naja. Geil, wir fallen da runter und er fragt, ob Oleg in Ordnung ist. Ja, ein wahrer Freund. So, schön wäre jetzt. Jetzt ein Airstrike auf die Kreuzung. Jetzt siehst du, jetzt haben wir schon wieder irgendeinen Begleiter verlassen. Wie soll denn das? Hat gesessen. Hui. Der sitzt auch. Hui. Schade, dass man nicht richtig erkennen kann, wer hier gut und wer böse ist. Oh, hier wird schon wieder übel auf uns geschossen. So, wieder in Deckung. Was habe ich denn noch so dabei? Ich mache das Maschinengewehr dabei. Die Schrotflinte. So. Das war der mit dem Granatwerfer. Fetten Looter, oder was? Boah, hatte der ein Glück, dass du ihn erschossen hast, das wäre überfahren worden. Du musst doch mal Glück haben im Leben. Ja. So, Granate unter den Deckel. Naja, oh, knapp. Nicht gereicht. Irgendwer stirbt schon wieder. Piers. Zu retten? Piers, das steht ja oben immer. Achso. Der stellt sich so unglaublich blöd an. Jetzt haben wir den Begleitern schon, glaube ich, fast alles an... einen Bonus gegeben. Ich kann mal kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas du überfallen hast. Warte mal, Bandengesundheit, hier. So, jetzt kriegen sie noch mehr. Jetzt ist aber mal gut, Kinnas. Könnt ihr noch irgendwas? Nee, ihr habt schon alles. Alles habt ihr. Was ist, wenn du dir die kleine Hand gibst? Die kleine Hand? Gibst du ihr die kleine Hand? Nehmen sie den großen Finger. Hui. Ja, Oleg, das wollte ich gerade sprengen. Lass stehen. Ah, cool. Ach, guck mal, die Ampel war rot. Oleg brennt. Ganz klare Ansage. Nee, warte mal, das ist meiner. Wird schon wieder nähern uns der Zielvorgabe. Ey. Pierce. Oh, ist warm. Es ist warm. Ich brenne. Drei Wettertag. Wer schießt denn da? Die Frage sollte lauten, wer schießt denn da nicht? Du gerade sagst, drei Wettertag. Jedes Mal, wenn ich irgendwo mit dem Flugzeug, also ich fliege ja nicht so oft, aber jedes Mal, wenn ich mit dem Flugzeug irgendwo hinfliege, steigt er aus und es ist windig, dann spielt in meinem Kopf dieser drei Wettertag-Spot ab. Tja. Amsterdam. Wind. Die Frisur sitzt. Obwohl sie gar nicht sitzt. Das ist egal. If you were born in the 80s. Oh, das ist der Panzer, jetzt Raketenwerfer! Oder. So, Pierce aufstellen! Ha! Ja, Mann! Ja. Pierce aufstellen! Geschafft! Ach, guck mal, jetzt kommt hier wer. Ach, danke, Mädels. Fuego. Man muss sie alle einsteigen lassen. Wer ist sie denn eigentlich? Ich glaube, sie ist eine von den Begleiterinnen, die wir gerufen haben. Wir können ja immer nur maximal drei feste Begleiter haben. Und darf immer nur maximal drei Partner haben, quasi. Mhm. Wie in echt. Naja, zumindest bei den, wie heißen sie? Mormonen. Ja. Und
jetzt ist halt dieser eine Slot nur mit der aufgefüllt worden, weil wir natürlich Superhirn Pierce und Oleg, der wenigstens was leistet, dabei haben. Pierce wird nicht gut wegkommen im Jahresbericht. Auf wen schießt der? Keine Ahnung. Das ist der so halt purer Aktionismus. Natürlich. Der versucht jetzt halt nur irgendwie seine Jahresbewertung irgendwie hochzudrücken. Wieso? Ich hab doch auch geschossen. So peinlich für den Herrn. Wahnsinn. Aber sie aber ist jetzt halt machen auch kein Deut besser. Ja. Ja, guck mal, sie ist noch neu. Sie hat oben noch nicht mal ein richtiges Gesichts-Icon. Sie hat noch so die Firmenfarbe. Das ist quasi nicht mal ein Namensschild. Sie glaubt halt, dass sie sich was Gutes tut, wenn sie es halt dem Mitboss nachmacht. Ja. Dabei weiß sie halt nicht, dass der Nächste auf der Entlassungsliste ist. So, hier muss doch irgendwie... Da wollen wir hin, auf diese Insel. Das Arsenal. Ups. Upsala. Ja, danke für den Schubs. So, dann jetzt hier um die Ecke. Räume das Arsenal. Nichts lieber als das. Ich muss da allerdings irgendwie erstmal hinkommen. Eigentlich neigt sich ja unsere Folgenzeit schon dem Ende zu, aber für die ganze Fehlerei, an der Pierce schuld ist, eigentlich nicht wirklich wir. Ja. Ich glaube, wir lassen nachspielen. Aber ihm. Schiedsrichter guckt auf die Uhr und deutet 5 an. Versenk halt bloß nicht die Karre im Meer. Wenn, dann wäre es ja auch Pierce gewesen. Das stimmt, der Depp. Ganze Gewichtsverlagerung verkehrt. Looks like we're sticking around. Raus. Ups. Es sieht immer aus wie bei, ist das nicht in Flatout? Wo auch immer so dieser Dummy aus dem Auto rausfliegt? Ja, stimmt. Da gab es ja richtig diese Minispielchen. Ja. So, jetzt machen wir hier mal. Weißt du noch damals, dass Flatout noch gut war? Oh ja. Bevor sie das komplett an die Wand gefahren Wahnsinn. Haben. Aber es waren noch dann andere. Naja. Hier die Bugbear-Typen, die machen ja jetzt wieder was Neues. Next Car Game. Nein. Och, der einzige Hubschrauber mit Waffen. Fuck. Es ist noch nicht vorbei. Ach, scheiße. Mist. Die anderen Hubschrauber haben keine Waffen. Ja doch, das sind auch Rasenmäher. Das glaube ich funktioniert nicht. Das klappt nicht. Ach, das ist ja ärgerlich. Ich dachte, jetzt mähe ich die hier alle mal weg. Ach, und dann ist da so eine blöde... Was war denn das? Eine komische Straßenbegrenzung. Laterne. Das ist auch etwas, was mir so oft im Straßenverkehr auch passiert. Dieser Gedankengang. Jetzt mähe ich die mal alle weg. Ach, wieder so eine dumme Straßenbegrenzung. So. Ey. Nein, das ist nicht Pierce, das ist Oleg. Zum ersten Oleg. Mal. Oh, hier kommt ein Jet, oder? Das klang gerade. Ist ein Roto. Ach doch. Ach, das ist einer von diesen Vitor-Hubschraubern. Ja, komm. Mach es. Aber Oleg, da fährt hin. Geschwind. Wo ist er denn? Da, unter dem Haufen Stack. Komm ich irgendwie durch? So, hier, aufgestanden. Alles nicht so schlimm, Junge. Der medizinisch wichtige Schulterklopfer. So. Man sieht gar nicht durch, wo hier wer ist, den man gut machen kann. Zum Beispiel die. Zack. I always win. Zack. Das wirkt alles schon sehr endkampfmäßig, oder? Ja, irgendwie schon. Sehr massiv zumindest. Wobei ich habe mir sagen lassen, dass Dead Space auch ab der Hälfte so abgeht. Dead Space 3-mal jetzt. Ja. Ah, oh, wer denn jetzt? Wenn das hier ausgeschrieben wird, dann. Oh, die Praktikantin. Wenn das hier ausgeschrieben wird, dann weiß ich das noch gar nicht. Fritz weiß es wahrscheinlich schon, der hat schon weitergespielt. Dead Space? Ja. Schon durch. Aber Daniel und ich, die das ja für euch Let's Playen, sind noch komplett ahnungslos. Da. Jetzt langsam ein bisschen Fahrt. Man kann es doch auch übertreiben mit der Action. Nee. No, really not. No. Don't see it. What? It's rare I find an intellectual equal.
I've read Jane Eyre 13 times. So, jetzt sind hier noch zwei irgendwelche Sachen, die wir... Liebesbekundungen mitten in der Schlacht. Ja, ein bisschen komisch, ne? So aus dem Nichts. Oh. Ja, wie... So ist die Liebe nun mal. Schon wieder ein Jet abgestürzt. Zwei sogar sind die zusammengestoßen. Oh, ja, scheiße. Das ist Liebe. Scheiße. Zwei Jets, die einander so gern haben, dass sie nicht voneinander lassen können. So, hier, Praktikantin. Nächstes Mal ein bisschen mehr. Boah, Jet Love, was für ein geiler Bandname. Was ist denn da? Oh, Panzer. Warte. Da kann ich helfen. Da ist er. Ich sehe ihn doch. Wo schießt du hin? Oh Gott. Den TV-Geschoss. Ist gereicht? Nee, ja, nicht ganz. Ja, doch. Telefon. Kilbane is planning on leaving Steelport. You're kidding me. Kilbane will abhauen. He's at the airport. There isn't much time. Angel. No, I can't let him win. We can't let him win. Angel, just hold on until I get there. Damn it. Hello, Fink. Yeah, I get it. You're gonna arrest us. Big fucking deal. I don't want to arrest you. It won't solve anything. People need to wake up and see the threat that scum like you are to innocent people. Once you blow up the Magarak Island, the whole world will see your true colors. I don't mean to disappoint you, bitch, but the Saints aren't about domestic terrorism. We'll see how many people believe that when Shandi and Viola are found in the wreckage. What? Die hat die entführt. Boah, das müssen wir uns entscheiden? Nee, oder? Rache? You can't make it to Bolton, you can't let Shandi die. Oh Gott! He ain't worth losing our girl. Kilbane is why you are here. Don't let everything Shandi and Viola have fought for before not. Wie wird das entscheiden in der nächsten Folge und dann noch mehr von diesem Wahnsinns-Song? Bis dann!